Und damit guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Ja, und nach diesem Desaster, muss man sagen, diesem Wahldesaster in Thüringen, da gibt es inzwischen auch ein großes Beben in den politischen Parteien, im politischen Berlin. Die FDP ist angezählt und auch bei der CDU geht's hoch her. Da findet jetzt gerade eine Krisensitzung statt. Das CDU-Präsidium ist zusammengekommen oder findet sich in diesem Moment. Und Mike Moring, der ist schon da und hat sich mal vor die Kameras gestellt. Also wir haben ja einen intensiven Prozess in Thüringen jetzt hinter uns. Sie wissen, dass ich von Anfang an dafür geworben habe, dass man nach dem komplizierten Wahlergebnis in Thüringen gesprächsfähig sein muss. Das ist auf unterschiedliche Reaktionen in den letzten Wochen und Monaten gestoßen. Die CDU-Fraktion und die CDU Thüringen war immer versucht, in diesen Wochen und Monaten nach einer Lösung zu suchen, die Handlungsfähigkeit und Stabilität im Thüringer Landtag sichert. Deswegen haben wir ja auch Gespräche zu einer Minderheitsregierung zwischen CDU, FDP, Bündnis 90 Grünen und auch SPD gesucht, um eine Lösung zu finden, die sich in der Mitte des Landtages wiederfindet. Rot-Rot-Grün hat sich entschieden, in das Risiko der Minderheit zu gehen. Das ist die Ausgangslage für den letzten Mittwoch. Wenn man mit dem Risiko in eine Wahl geht, ohne Mehrheiten dafür zu haben, muss man auch mit dem Risiko leben, dass man scheitern könnte. Ich habe davor gewarnt. Deswegen habe ich ja frühzeitig vor Wochen darum gebeten, dass man die Ministerpräsidentenwahl nicht am 5. Februar durchführt, sondern später, um Zeit für Gespräche zwischen den politischen Fraktionen im Thüringer Landtag zu geben, damit nach einer Wahl auch Stabilität da ist. Das ist Verantwortung. So habe ich die CDU Thüringen-Aufgabe immer gesehen, dass wir zuständig sind, dass Stabilität in Thüringen möglich ist und dass wir nicht verantwortlich sind für Neuwahlen. Das war die Ausgangslage. Deswegen habe ich, bin noch nicht ganz fertig, deswegen habe ich auch ganz persönlich für mich entschieden, nicht zu kandidieren für die Ministerpräsidentenwahl, weil ich immer sicherstellen wollte, dass ich persönlich, aber auch andere CDU-Mitglieder gewählt werden mit den Stimmen der AfD. Und deswegen haben wir auch im Parteipräsidium der CDU Thüringen auch letzten Sonntag noch entschieden, dass wir die ersten beiden Wahlgänge wir daran festhalten, was wir einstimmig beschlossen haben, niemand aufzustellen. Sondern wir haben zuvor einstimmig beschlossen, für alle drei Wahlgänge, wenn die denn anstehen sollten, jeweils mit Nein zu stimmen und dem Bewerber der Linkskoalition unsere Zustimmung nicht zu geben. Und für den Fall, dass es einen weiteren Bewerber von der AfD geben sollte, uns dann zu enthalten. Guten Morgen, werden Sie als Fraktionsvorsitzender erneut antreten und wird die CDU in Thüringen sich enthalten bei einer eventuellen Neuwahl des Ministerpräsidenten, wenn Bodo Ramelow kandidiert? Wir haben gestern im Landesvorstand habe ich die Vertrauensfrage gestellt. Da hat der Landesvorstand mit großer Mehrheit 12-2 mir das Vertrauen ausgesprochen nach einer intensiven Diskussion. Und in der Fraktion haben wir dann nachts ungefähr gegen 2.30 Uhr beraten und die Fraktionssitzung beendet, die wir im Anschluss an die Gespräche mit Annegret Kramp-Karrenbauer fortgesetzt haben und haben uns vereinbart, dass wir Ende Mai den Fraktionsvorstand neu wählen, weil auch mehrere Kollegen angekündigt haben, für die Aufgaben nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Und das entscheiden wir dann Ende Mai. Und die Fraktion hat gestern sich vereinbart, dass es klug ist, nicht in Neuwahlen jetzt zu gehen, das habe ich auch beschrieben, ist unsere Verantwortung, sondern die Gespräche im parlamentarischen Raum zu suchen und wenn es Initiativen von anderen Fraktionen gibt, den Ball im Spielfeld des jetzt gewählten Landtages zu halten, dann wollen wir als Fraktion diesen Prozess unterstützen. Die Voraussetzung dafür ist, dass Thomas Kemmerich, der letzte Woche gewählt wurde als Ministerpräsident, jetzt eigene Schritte geht, die Vertrauensfrage stellt und damit das vollzieht, was er in seiner Pressekonferenz hier angekündigt hat. Und wenn dann andere Fraktionen die Wahl eines Ministerpräsidenten auf die Tagesordnung setzen, wird die CDU-Fraktion diesen Prozess nicht blockieren. Mit dem Ziel, Neuwahlen zu vermeiden und endlich in den inhaltlichen Arbeitsmodus in diesen Thüringer Landtag zu kommen. Das Kritik in der Fraktion, so wird es zumindest berichtet von Fraktionsmitgliedern, dass sie von der fundamentalen Ablehnung des Kurses sozusagen von Ihnen nicht wirklich so richtig informiert worden sein sollen, kann man es zumindest lesen, dass sie letztendlich ihre eigene Fraktion hinter die Pflicht geführt haben. Wieder was sagen Sie zu welchen? Der Vorwurf ist, dass Sie die Position von Richard Karrenbauers nicht in der Art initiiert haben, eine eigene Position, sodass Sie glauben, dass so handhaben zu können, wie es dann gehandhabt worden ist. Ich habe in allen zuständigen Parteigremien, da sind ja mehrere Dutzend Leute dabei, gewarnt für einen Tsunami, der entstehen könnte, wenn jemand gewählt wird mit Stimmen der AfD. Ich habe in der letzten Sitzung, als wir gemeinsam beraten haben, jeden Einzelnen abgefragt,
ob er mit der Situation zurechtkommt und trotzdem Thomas Kemmerich die Unterstützung gibt, wenn es so öffentliche Reaktionen gibt, wie sie jetzt auch entstanden sind. Und ich habe nicht umsonst mehrmals dafür geworben, dass die CDU eben keinen Bewerber aufstellt für diese Wahlgänge, damit die CDU selbst sich an ihre eigene Beschlusslage halten kann, nämlich nicht in Konflikte zu geraten mit dem, was die Bundespartei beschlossen hat und eben auch nicht in die Gefahr gerät, jemanden aufzustellen, der dann mit den Stimmen der AfD gewählt wird. Und Gleiches, wie ich das für die CDU analysiert habe, gilt das auch für jeden Bewerber anderer Parteien. Deswegen haben wir dafür geworben, dass auch keine weiteren Bewerber aufgestellt werden, sondern die Opposition ihr Stimmverhalten bei der Wahl des Ministerpräsidenten durch Nein zum Ausdruck bringt. Deswegen haben wir auch die Auslegung der Verfassungsdebatte aufgemacht, wo er behauptet wurde, im Thüringer Raum in der Minderheitsmeinung der Auslegung der Verfassung, man kann auch gewählt werden als Ministerpräsident, wenn man weniger Ja- als Nein-Stimmen hat. Die Frage hat sich dann nicht mehr gestellt, als die AfD, die zwar wochenlang angekündigt hat, einen Kandidaten aufzustellen, aber am Ende einen Bewerber aufgestellt hat, der sich am Wochenende erst per Fax oder E-Mail beworben hat. Und er dann, nachdem er aufgestellt wurde, festgestellt hat, dass er gar keine Zeit hat, am Mittwoch zur Ministerpräsidentenwahl da zu sein. Ich finde, und da können alle lernen aus dem Prozess in Thüringen, dass das Amt eines Ministerpräsidenten jedenfalls nicht würdig und respektiert wird, wenn so ein politisches Verfahren entstanden ist, wie es die AfD durchgeführt hat in den letzten Tagen, aber auch darum, mit welcher wenigen Ernsthaftigkeit man Bewerber ins Rennen schickt, die man dann als Dummy-Kandidat stehen lässt, aber der Öffentlichkeit demonstriert, dass man das Verfahren völlig ad absurdum führt und seinen eigenen Bewerber null Stimmen gibt. Ich finde, das Amt des Ministerpräsidenten, egal wer das innehat, egal für welcher Partei er kommt, hat mehr Würde und Respekt verdient. Und die AfD hat dazu beigetragen, dass das Amt und das Wahlverfahren in die parlamentarische Demokratie ziemlich ins Lächerliche geführt wurden. Herr Boring, wenn denn Herr Ramelow in dem vierten Wahlgang erneut antritt, wird sich dann die Führungsfraktion beteiligen? Sie können heute noch nicht sagen, wie viele Wahlgänge es geben wird, weil noch offen ist, welches Verfahren angewendet wird. Wenn Thomas Kemmerich zum Beispiel die Vertrauensfrage stellen würde, gäbe es nach einer entschiedenen Vertrauensfrage maximal drei Wahlgänge. Für den Fall der Fälle, dass jemand ein konstruktives Misstrauensvotum beantragen würde, gäbe es nur schlichtweg einen Wahlgang. Und je nachdem, wie diese Wahlgänge tatsächlich stattfinden, sind auch die Quoren höchst unterschiedlich. Und je nachdem, wie die Quoren sind, ist entweder die Enthaltung die Antwort, das muss die Fraktion mit sich ausmachen, oder eben auch Zustimmung notwendig. Scheitern diese Verfahren, das haben wir gestern Abend auch gesprochen, dann kommt es in Thüringen zu Neuwahlen. Aber es ist das Ziel der CDU, dass diese Verfahren nicht scheitern. Ich höre aber auch aus allen anderen Fraktionen, dass die Debatte um Neuwahlen, die aufgekommen ist aus Berlin, aber auch durch die Wortmeldung von Thomas Kemmerich, dass an Neuwahlen in Thüringen niemand interessiert ist. Und ich glaube auch, kein Wähler und keine Wählerin in Thüringen würde verstehen, wenn die Politik nicht so handlungsfähig wäre, dass sie nicht in der Lage wäre, Neuwahlen zu vermeiden. Herr Moring, nach der Forderungsfrage verlieren die Parteien Thüringen 10%. Keine andere, die auch nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe bis gestern Nacht um 4 gearbeitet. Dann habe ich eine Stunde geschlafen. Jetzt bin ich auf dem Weg zu Ihnen. Sie sind offensichtlich durch Ihren eigenen Heimatsender besser informiert. Ich gehe jetzt erstmal hoch in diese Vorstandssitzung. Und meine letzte Frage. Also das war kein Missverständnis.